herzlich willkommen zurück zu Let's Play A New Beginning. Ja, meine zwei Kameraden wollen ohne mich abhauen. Ich muss irgendwie diese Zeitmaschine, diese Zeitkapsel deaktivieren. Die Zeitkapsel scheint so gut wie startklar zu sein. Lass dir was einfallen, Faye. Okay, ich muss irgendwie schnell sein. Kraftwerk-Video. Einfach nehmen wird wohl nicht klappen. Hey, lass die Kassette bitte liegen. Aber... Befolge nur einmal die Befehle von Salvador. Okay, ich muss die eintauschen gegen die andere sehr wahrscheinlich. Als keiner hinsah, habe ich die Videokassetten vertauscht und gewartet. Sehr gut. So, alles bereit. Zeitsprung initiiert. Pulse auf maximaler Stufe. Zielkoordinaten sind eingeloggt. Quantensignatur des Videos. Etwas stimmt nicht. Mein Gott! Zeitsprung abbrechen! Zu spät! Die Zeitdrift wird uns auseinanderreißen, wenn ich nicht sofort nachjustiere. Faye, ich bring dich um! Du hast die Videos ausgetauscht, richtig? Faye, steig zu Salvador in die Kapsel. Ich werde retten, was noch zu retten ist. Okay, Delvin, Ruhe bewahren. Das Ziel ist nicht mehr das Kraftwerk, sondern die Konferenz. Eine Woche früher, am 21. März. Nein, halt, am 20. Und das Jahr, das Jahr! Mein Gott, was hatte Salvador gesagt? Ich hoffe, das war richtig. Tja, und jetzt ist er alleine da. Schade, dass Salvador nicht da geblieben ist. Der zweite Zeitsprung war anders als der erste. Die Schmerzen waren unerträglich. Aber hier bin ich nun. Mit deiner Hilfe können wir der Menschheit vielleicht eine zweite Chance geben. War das Barneys Idee? Ich will ja kein Spielverderber sein, aber ich bin gerade... Ich mach keinen Spaß, Svensson. Du musst mir helfen, die Welt zu retten. Raus. Verschwinden Sie. Hast du mir nicht zugehört? Ohne deine Hilfe kann ich nicht... Oh doch. Ich habe sehr wohl zugehört. Ich habe alles verstanden und ich habe die Worte im Kopf bewegt. Und ich will, dass Sie gottverdammt nochmal verschwinden! Drücken ist nicht, Alter. War das Salvador? Nee. Wer ist das? Kapitel 3. Rude Awakening. Das ist wahrscheinlich mit dem Wassereimer. So, der ist fest verschnürt. Hältst du das wirklich für eine gute Idee? Jetzt wird er wohl kaum noch kooperieren. Auch nicht weniger als vorher. Was sind das nur für Leute? So eine Art Öko-Terroristen? Und wo bin ich hier? Okay, wie breche ich hier aus? Der Griff, Dusche, Vorhang, Fußnagelknipser. Kommen wir da dran? Nein. Das Hygieneset von diesem Rowdy. Okay, können wir diese Dusche abreißen? Benutzen, dann werden wir nur nass. Klar. Keinen Sinn, oder? Griff abtreten. Mit den Knien? Mit den Händen? Okay, du kannst das nicht. Seltsame Toilette. Ein brüchiges und völlig verkalktes Waschbecken. So viel Normalität ist Balsam auf meiner Seele. Ach ja, ein Ventilator.
Der Himmel kann ruhig verpestet werden, solange es zu Hause nicht stinkt. Ich kann da unten einen Fjord sehen. Gott sei Dank. Wir sind immer noch in Norwegen. Ganz toller Plan. Ja, wir kommen hier erstmal nicht raus, ne? Zuziehen. Ach, das bisschen Privatsphäre. Okay, vielleicht nicht. Ah, eine Stange abgebrochen. So. Und jetzt? Das ist doch Firlefanz. So ein Quark. Okay, dann brech mal den Griff ab. Sehr gut. Oh, mein Kreuz. Alter Mann, hin oder her. Es steckt doch noch Leben in diesen alten Knochen. Ihr werdet schon sehen. Iha. Fußnagelknipser, her damit. So, fehlt nur noch der passende Plan. So, was haben wir hier drin? Ein Kamm. So, auch immer das alles gut sein soll. Aftershave. Eine Schraube. Da braucht es schon mehr als verhornte Wurstfinger. Okay, wir haben ein paar Sachen. Würde ich sagen, damit versuchen. Ha, Kokolores. Ha. Spitzbergener Luft. Das war mal Barneys Marke. Bis Lissa eine Flasche ins Labor mitnahm. Guter Duft, aber fieses Zeug. Mhm. Ätzt das, oder was? Was steht da? Achtung, leicht entflammbar. Bei feuerschwarzen Rauch unter keinen Umständen einatmen. Lebensgefahr. Inzwischen ist Barney zur Vernunft gekommen und trägt auch einen Bart. Das ist gut. Schau uns die Toilette mal an. Nur Lissa war dagegen. Sie meinte, es war schon schwer genug, den Männern beizubringen, den Sitz danach wieder runterzuklappen. Mein Rücken würde es mir danken. Aber je früher ich hier raus bin, desto besser. Hm. Zum Glück habe ich eine starke Blase. Die Spülung könnte mich verraten. Ein brüchiges und völlig verkalktes Waschbecken. So viel Normalität ist Balsam auf meiner Seele. Kalk? Nichts als Ramsch. Das ist doch Unsinn. Ich kann da unten einen Fjord sehen, Gott sei Dank. Okay. Die Schraube kriege ich erstmal auch nicht auf. Der Himmel. Und wie geht es dann weiter? Wie kriege ich das zum Brennen, ist die Frage. Tja, hier haben wir Wasser. Klar. Momentan durchblicke ich es nicht. Fußnagelknipser und ein Kamm. Mit Kamm kann ich wohl kaum die Schraube abdrehen, oder? Doch, damit geht's. Verdammt nochmal. Er passt, aber ich rutsche immer wieder ab. Zerbrechen. Er ist etwas morsch in der Mitte, aber sonst in gutem Zustand. Das wird nichts. Der Kamm hat das falsche Format. Gerade hat er gesagt, er passt. Müll. Kannst du das nicht zurecht? Kannst du nicht zurecht machen. Der einzige Weg, die beiden wieder zusammenzubekommen, ist so. Jetzt habe ich einen Kreuzschraubenzieher. Was für ein blödsinniger Plan. Aber er funktioniert. Ja. So. Jetzt haben wir hier ein Kabel, was da rausrenkt. Zieh mal dran. Sehr schön. Antennenarm. Kapp das mal. Galimathias. Was? Humbug. Galimathias, wer war das? Okay, wir haben einen Antennenarm. Können wir diesen Antennenarm nehmen? Können wir. Wir haben lose Kabel, die wir vielleicht irgendwie entflammen können. Klettern?
Es kann nur Teil der Parabolantenne sein, sonst ist da draußen nichts. Wir haben da unten Funken. Benutze Kabel mit Tür. Unfug. Können den elektrischen Schlag kriegen. Grober Unfug. Okay, das entzündet sich so auch nicht. Können wir hier irgendwie noch was aufbrechen? Das ist doch Firlefanz. Was genau kann dieser Schwachfuß? Ich muss aufpassen, dass ich nicht genauso destruktiv werde wie diese Aktivisten. Mhm. Das führt doch... Also vier Möglichkeiten gibt es hier eigentlich nicht. Womit könnte ich dieses Kabel verbinden? Klettern? Rausklettern wird wohl kaum was bringen. Fließendes Wasser und offene Leitungen sind keine gute Idee. Nein, sind sie nicht. Das stimmt schon. Besser nicht. Ich will nichts kaputt machen. Das führt... Tür willst du auch nicht. So ein Käse. Tja. Pah, Schwachsinn. Dann bleibt aber nichts mehr übrig. Ich lasse es besser offen, solange... Ich werde nicht mit einem elektrischen Kabel an einem fliegenden Hubschrauber entlang kraxeln. Da kann ich mich auch gleich aus dem Fenster werfen. Okay, wie kann ich das... Und wie geht es dann weiter? Wie kann ich dieses... Vielleicht sollte ich den Verpackungstext noch einmal durchlesen, bevor ich meine Hand absprenge. Ja, entflammbar. Nicht gut. Das habe ich mitbekommen. Nicht gut und entflammbar. Haben wir doch noch was in den Schränken gehabt, was ich übersehen habe. Mach besser nochmal alle auf. Geh mal an Seite. Nö. Da ist nichts. Hoffen wir mal das Beste und dass der Boden kein Feuer fängt. Feuer fangen, das ist doch gut. Klar. Lässt er mich immer noch nicht benutzen. Den Vorhang kann ich auch nicht aufnehmen. Ich muss auch... Was kann ich mit diesem Kuhfuß machen? Galli Matthias. Ich kann die Tür aufbrechen. So, und jetzt raus hier. Okay, ich hätte einfach nur die Tür aufbrechen müssen. Ich habe gedacht, ich muss denen hier irgendwie eine Falle stellen, die reinlocken. Oder da irgendwelche Gase rüber tun, weil es ja hieß, dass das giftig ist. Zu kompliziert gedacht wohl. Oh, ein Gummihuhn. Das erinnert mich doch direkt mal an... Monkey Island 1, genau. Hier haben wir ein Gitter. Ich sehe darunter nur Stromkabel. Da muss ich nicht ran. Mach mal die Tür zu. Do not enter. Ein Diktiergerät, das nehmen wir an uns. Moment mal. Was ist denn das? Da hat sich irgendein komisches Plastiknetz in den Kopfhörern verfangen. Ich nehme es mal mit. Aha, das ist das Energieabsaugteil, kann es sein? Plastiknetz. Ein Spielzeugnetz aus Plastik. Ich nehme an, das war die Inspiration für Fays sogenannte Kondensatormembran. Mhm. Dieses Ding ist aus irgendeinem synthetischen Material. Fühlt sich eklig an. Also, dass sie das gar nicht mitbekommt, ist schon mal ganz gut, aber der Hubschrauber ist ja wahrscheinlich laut. Diese Fay ist echt eine Wucht. Wenn nur die Hälfte von dem stimmt, was sie erzählt, dann wow! Bin ich ein gemachter Mann! Natürlich brauchen wir noch einen besseren PR-Agenten, oder? Ach was, das mache ich selbst. Dann sei Klimawandel! Gott, ist sie süß! Klingt so, als hätte die gute Fay einen Verehrer. Mhm. Notizbücher. Das überlasse ich den Leuten, die von dieser Art von Literatur etwas verstehen. Dr. Angus zum Beispiel. Die meisten kenne ich schon. Das ist nicht mein Metier. Wieso kann ich diese wegräumen? Dieses Kabel hier. Ich räume die Bücher mal beiseite. Mhm. Rausreißen? Oh. Die Seiten waren gar nicht lose. Sah nur so aus. Ich muss schon mal was entzünden. Das ist schon mal nicht schlecht. Können wir das direkt kombinieren? Noch mehr Aftershave und die Seiten lösen sich komplett auf. Aha. Also basteln wir uns doch ein Bäumchen.
Was haben wir hier? Ein Kabel. Das können wir nochmal durchknipsen. So viel Action hatte ich schon seit Jahren nicht mehr. Ja, basteln wir eine Bombe. Nachschlagewerke. Nachschlagewerke daneben? Norwegen. Muss man nicht. Okay, dieses Kabel. Auf der Leitung wird so schnell nicht mehr gesendet. Jedenfalls nicht aus dem Cockpit. Frage ist, muss ich das Cockpit auch da voll machen? Was hat das mit dem Gitter auf sich hier? Ich sehe darunter nur Stromkabel. Da muss ich nicht ran. Okay, das sind die Kabel, die da rüberführen, sehr wahrscheinlich. Kann es auch nicht einfach durchgehen. Ich sehe darunter nur... Gehen wir nochmal hier rein. Vielleicht kann ich ja jetzt das hier nehmen und da reintun. Das Papier würde sofort Feuer fangen. In meiner Hand. Das wäre nicht gut, darum tun wir es ins Waschbecken. Nonsens. Was? Wieso? So ein Firlefanz. Okay, tu das Kabel jetzt kombinieren mit Waschbecken. Fließendes Wasser und offene Leitungen sind... Geht auch nicht. Grober und... Geht auch nicht. Kann ich diesen Kuhfuß... Nichts als Quacksalb... Nee, Kuhfuß hört sich komisch an. Okay, ich brauche irgendeinen Behälter, so wie das aussieht. Hier ist aber nichts und nach links werde ich wohl nicht können, vermute ich mal. Doch, kann ich schon. Sollten wir mal einen kleinen Speicherstand anlegen, sonst müssen wir das alles neu spielen. Bisher habe ich immer nach den Let's Plays gespeichert. Du musst mal was frühzeitig machen, weil es jetzt hier eine bisschen knifflige Stelle wird. Aber sehr wahrscheinlich schlägt die jetzt direkt Alarm, ne? Einen Raum weiter kann ich eine Funkstation erkennen. Wenn diese Fay hier nicht wäre, könnte ich versuchen, um Hilfe zu rufen. Ah, hier. Ist das nicht von so einem anderen Dedelik-Teil? Ja, ist das nochmal Harveys Augen? Oder Edna bricht aus? Ich glaube, das sind zusammenhängende Spiele, die müsst ihr auch mal irgendwann let's playen. Saustall, Sprechanlage und ein Kabel. Okay. Das haben wir schon mal gekappt. Ablagefenster. Soll ich nicht lieber gleich mit dem Tütü durchs Wohnzimmer hüpfen? Sie würde mich doch sofort... Und diese Kabel haben wir schon gekappt, wenn ich das richtig gesehen habe. Was sind die hier oben? Also, wir müssen irgendwas da in dem Raum machen. Machen wir mal die Tür zu. Also, er scheint mich nicht direkt zu bemerken. Das ist schon mal gut. Hier haben wir eine Sicherung. Verwackeln. Einfach raus. Ich lasse sie lieber drin. Wer weiß, was sie sonst noch alles steuern. Und das Verwackeln? Was willst du eigentlich, ha? Ich hab die Schnauze voll bis Uranus, ständig nach deiner Nase zu tanzen. Ja, du hast richtig gehört. Und jetzt halt die Klappe. Du dumme Pute. Okay. Das Hubschrauber ist irgendwas Weibliches für sie, wie es aussieht. Keine Experimente. Okay, das sollte ich aufnehmen, wenn ich das richtig sehe. Läuft. Wackeln wir nochmal, ob er wieder sie mit dumme Pute anquatscht. Du liegst den ganzen Tag faul in der Sonne und wenn man dich mal braucht, dann stotterst du nur rum. Ja, musst gar nicht so blöde gucken, Ursula von Unschuldanien. Zieht nicht mehr. Jetzt bist du sprachlos, was? Du alte Schachtel hast hier eh nichts mehr zu melden. Reizend. Die Nachwelt wird sich freuen. Okay. Das sollte ich irgendwie darüber senden. Kann man das vielleicht da oben an die Kabel dran klemmen? Du liegst den ganzen Tag faul in der Sonne. Und wenn man dich mal braucht, dann stotterst du nur. Ja, musst gar nicht so. Jetzt bist du alte Schacht. Okay, das sollte ich das hier oben wohl machen. Vielleicht lege ich das da oben drauf. Nee, ich bin verschwunden. Ich gehe ihr besser aus dem Weg. Ich verschwinde, wenn ich auf Sprechanlage drücke. Was auch immer das bedeutet. Blanker Unsinn.
Du liegst den ganzen Tag faul in der Sonne und wenn man dich mal braucht... Ja, musst gar nicht so... Jetzt bist du sprachlos, was, du alte Schacht? Okay, da reagiert sie nicht drauf. Ich vermute, ich muss das irgendwie über die Sprechanlage tun. Kann ich das Kabel hier kappen? Ich könnte das Kabel durchknipsen, aber lieber nicht die... Okay, das bringt tatsächlich hier auch nichts. Das heißt, ich muss hier mit den Kabeln irgendwas machen. Auf der Leitung wird so schnell jedenfalls nicht aus dem Cockpit. Nicht aus dem Cockpit, genau. Deswegen brauchen wir das Tonbandgerät. Das Ding hat keinen Anschluss für offenliegende Kabel, nur einen normalen für Kopfhörer. Diese neumodischen Stöpsel wird schon keiner vermissen. Genau, klemmen wir die ab. Und dann sollte das doch jetzt klappen, oder? Das könnte tatsächlich funktionieren. Da kommt nichts. Das Band ist aber in Ordnung. Muss wohl am Lautsprecher liegen. Toll, der Lautsprecher ist jetzt kaputt, oder was? Soll ich nicht lieber gleich mit dem Tütü durchs Wohnzimmer hüpfen? Sie würde mich doch sofort sehen. Hab ich irgendwas zum Einschalten? Nein, habe ich natürlich nicht. Die Anlage ist bestimmt mit dem Cockpit verbunden, was keinen Unterschied macht, denn sie ist aus. Soll ich nicht lieber... Sie würde mich... Okay, wir müssen die irgendwie ankriegen oder irgendwie ihn dazu bringen, dass er sie anschaltet. Aber die Stromzufuhr ist ja gar nicht mehr dahin da. Da kommt nichts. Das Band ist ab. Okay. Dann gehen wir nochmal hier hin. Armatur. Früher bin ich wöchentlich mit so einem Ding nach Hause geflogen. Dann nur noch einmal im Monat. Beziehungsweise gar nicht mehr. Wo ist der Schalter dafür? Lieber nicht. Was? Was? Was auch immer das sein soll, es ist... Ich habe, was ich wollte. Ich lasse sie... Okay, dann können wir hier nichts mehr machen. Vielleicht müssen wir auch irgendwie... Ich würde es bevorzugen, die Armaturen... Keine Experiment... Ja, du willst die Technologie nicht kaputt machen, okay. Firlefanz. Doch, saug den Strom ab. Na gut. Jetzt müssen wir irgendwie dafür sorgen, dass er die anmacht. Können wir das Zeug da reinschmeißen? Kabbis. Können wir nicht da reinschmeißen. Kriegen wir das Gitter. Ich sehe darunter nur Strom. Da musst du nicht dran, sagst du. Ich will aber trotzdem dran. Ich sehe darunter nur... So, dann müssen wir jetzt wahrscheinlich irgendwas hier machen. Oh nein, nicht solange ich nicht muss. Okay. Mal sehen. Ah. Müsste halten. Jetzt. Damit dran. Oh je. Hoffentlich geht das gut. Zum Glück zieht der Qualm sofort nach draußen. Ja, da müssen wir das Fenster wohl schließen. Ich lasse es besser offen. Ja, dann tut das Kabel auch wieder raus. Schwachsinn. Schade. So, jetzt können wir den Schalter anmachen, weil sie rausschaut. Ah. So, die Verbindung steht. Und einmal das Diktiergerät anmachen. Du liegst den ganzen Tag faul in der Sonne und wenn man dich mal braucht, dann stotterst du nur rum. Ja, musst gar nicht so blöde gucken. Ursula von Unschuld Daniel. Zieht nicht mehr. Ursula? Du alte Schachtel, hast hier nichts mehr zu melden. Fällt dir ein? Du kennst mich doch kaum. Ich mache so viel und ich kümmere mich um alles. Und du guckst immer nur zu. Was ist? Was machst du hier?
Ich hab doch gar nichts gesagt. Du bist wie ein kleines Kind. Entschuldige dich gefälligst. Entschuldigung? Wofür? Für das, was ich gesagt habe. Und was hast du gesagt? Nichts. Na, da habe ich ja was angerichtet. Das hast du gut gemacht. Jetzt können wir hoffentlich hier raus. Ein ausrangierter Wissenschaftler gegen Bonnie und Clyde. Na, das kann ja heiter werden. Ich verstehe vielleicht nicht viel von euch und eurer Zeit, aber das habe ich nicht verdient. Also hör auf, von dem Thema abzulenken und sag mir, was das sollte. Hey, die Tür! Was? Bent? Sieht so aus, als hätte sich das Blatt gewendet. Bent, lass mich raus! Ich zweifle nicht daran, dass sie ein nobles Ziel verfolgen. Ich würde ja gerne daran glauben, dass meine Alge eines Tages die Welt antreibt. Aber in ihre Hände werde ich sie garantiert nicht mehr geben. Sie haben mein Vertrauen verspielt. Aber was soll dann mit ihr geschehen? Ich bin die Einzige, die noch an deine Arbeit glaubt. Nicht einmal du tust es noch. Ich zweifle nicht daran, dass sie ein nobles Ziel verfolgen. Aber der Zweck heiligt nun einmal nicht die Mittel. Es tut mir leid, Bent. Ich wollte keine Gewalt. Das war Oggis Idee, aber leider wärst du ohne ihn jetzt nicht hier. Und es hängt viel davon ab, dass du jetzt hier bist. Ich habe genug von ihren Lügengeschichten. Bent, Milliarden werden sterben. Nur du kannst etwas daran ändern. Unfug. Ein einzelner Mensch soll für die Zukunft der ganzen Menschheit verantwortlich sein? Jeder Einzelne und du besonders. Bitte, lass mich dir zu Ende erzählen. Der Rest spielt auch nicht mehr in der Zukunft, sondern hier in Norwegen. Vielleicht fällt es dir da leichter, mir zu glauben. Es reicht. Der Spaß hat ein Ende. Faye, pass mal auf, ich helfe dir. Warte. 1, 2, 3. Und... Ja. Oh, wir hätten das wie erwachsene Menschen klären können. Aber sie lassen mir keine andere Wahl. Oh, ich werde ihnen niemals... Oh. Ich sag's dir, der alte Zyniker, der macht's nicht mehr lang. Er hat recht. Der alte Zyniker macht's nicht mehr lang. Zeit für Plan B. Okay. Können wir hier irgendwie was dran machen? Nein. Gute Idee. So, und jetzt lassen Sie mich bitte in Ruhe. Wie kann man nur so stur sein? Wie bitte? Wie kannst du deine Verantwortung nur so mit Füßen treten? Hören Sie mal zu. Ich habe mein ganzes Leben dafür gekämpft, dass die Welt, die Sie beschreiben, niemals möglich wird. Ich war so sehr von der Zukunft besessen, dass ich sogar meine Familie dafür geopfert habe. Und dann, auf einmal, eines Tages, steht diese Frau vor meiner Tür und hält mir vor, ich würde meiner Verantwortung mit Füßen treten. Das wusste ich nicht. Ich will einfach nur meine Ruhe haben. Herrgott. Und da ich sie hier nicht bekomme, werde ich nun die Behörden alarmieren. Es tut mir leid. Ja, mir auch. Okay, eine gute Stelle für einen Break. Bis demnächst, euer Trojan.